Wo gehen die hin? Zu uns. Weiter schieben aller beste Ballon. Sie machen sehr leckeren Kaffee. Milch, ja? Ja, ich bin nicht so der Mann. Achso, ich brauche auch Milch. Haben wir noch eine zweite Milch? Seit KIZ ist Kreuzberg zum Ballermann mutiert. Ja, das stimmt. So, das können wir so nicht von uns weisen. Oh, looks out in dein Gesicht. Wenn ihr nicht rappt, tragt ihr andere Klamotten. Ist das eine Frage? Also bei mir stimmt es. Ich ziehe mir zum Rappen immer meine Flipflops an. Und da float's einfach besser dann. Hallo, na? Hey, Radio Boys, ab, um die Zielgruppe Skater für euch zu erschließen. Nee, Skater? Ich dachte, die machen nur Party. Ich wusste gar nicht, dass die Skateboard fahren. Ich dachte, die saufen nur. Wir hängen die saufen, weil die saufen, weil die sehr gut saufen. Keiner säuft so schön wie die Radio Boys. Natürlich. Ich weiß, das ist, glaube ich, wie Facebook, da kann man nicht austreten. Nee, wir wollen, dass der Görlitzer Park eine Paintball-Anlage für Achtjährige wird. KIZ lösen sich auf. Das wird passieren, früher oder später, wenn wir uns nicht mehr einig pour, sein, was wir machen wollen. L'affaire de ménage. Jetzt wissen wir uns mal, on est sans arrêt là, quoi, vraiment. Großartige Disc-Alben, die wir miteinander aufnehmen. Mein Crack kocht? Nee, das wissen wir auch gar nicht. Nee, aber Crack ist in Deutschland auch jetzt nicht so der Hit. Lernen, seine Mitmenschen respektieren, sowas haben wir denen beigebracht. Nee, das haben wir eigentlich von ihm gelernt, würde ich eher sagen. Das war so ein bisschen so ein gegenseitiges Lernen. Kannst du bitte aufhören, meine Integrität zu untergraben? Ja, ah, da gibt's so eine Frau, die heißt Anaconda. Da gibt's eine Frau, die heißt Tattoo Betty. Ich habe mit Big Phil rumgemacht. Nee, ich finde, es gibt einfach Sachen, die sind schöner, wenn man sie nicht kennt. Die in einer. Ja, keine Ahnung. Zum Beispiel eine Gangbang oder so. Stelle ich mir voll schön vor, ich wette, wenn es dann soweit ist, dann finde ich es voll eklig. Ich muss jetzt mal skaten. Mann. Wir haben erst letzte Woche uns ein Video ausgeliehen, wo er und sein Bruder mitspielen, im Film. Der heißt Gangs, der ist ziemlich gut, das kann ich euch allen ans Herz legen, das ist ein großer Film. Und ihr müsst vorher einen kiffen, bevor ihr den seht, dann ist er doch doppelt so gut. Volksmusik? Nein. Also unser Albumtitel kam von so einer Volksmusikwerbung. Das war die Flippers und da war irgendwie der Titel war irgendwas Urlaub für die Ohren. Das hat uns sehr inspiriert. Ist der Moses Pelham? Ey, das ist Moses Pelham. Aber weißt du, was auch krass ist? Wenn man den Kaffee so dreht und einfach der Inhalt sich überhaupt nicht bewegt. Das ist voll krass. Und erst wenn du es anhältst, dann geht's los plötzlich. Ja, ich hoffe. Das, Weltmusik, Wahlgesänge. Sowas. Das geht. Wir haben auch extra ein paar Wale ins Studio eingeladen, sie einsingen. Ich habe euch gerade nicht gehört, das war nicht Mach One, das sind die ja. Kraftclub Boys. Ich auch schon gewundert. Kraftclub Mach One. Sehen alle gleich aus. Also diese Deutschen. Diese Deutschen. Meine Hände sind ganz schön trocken. Trockene Hände sind so ein Problem, wenn es kalt wird. Von meiner Mutter. Es ist wichtig, sich häufig einzucremen, auch als Mann. Verpisst euch! Sind so ein paar zugezogene. Reicht jetzt auch. Ja.